Wir werden erst merken, wie sehr wir sie schätzen, wenn sie weg ist. Und ich denke mal, dass den Briten jetzt auch so gehen wird. Und den Polen auch, wenn die aussteigen. Hallo, ich bin der Jakob, ich bin 15 Jahre alt. Ich wohne in der Nähe von Wetzlar und gehe auch zur Schule. Also ich bin in Gießen geboren, habe eigentlich meine ganze Kindheit in Solms verbracht. Und es gab jetzt keine besonderen, also wir waren eine ganz normale Familie, haben in einem Haus gewohnt. Und ich würde sagen, bis zum 5. Schuljahr ist bei mir zu Hause alles normal abgelaufen. Es gab halt Streit, es gab auch gute Zeiten, wir sind viel gereist, aber bis zur weiterführenden Schule, bis zur Mittelstufe, ist jetzt eigentlich nichts groß Interessantes passiert. Mit dem Ende meiner Grundschulzeit und dem Anfang der Mittelstufe habe ich mich dann entschieden, hier in Wetzlar in die Schule zu gehen. Und es hat sich halt viel verändert für mich. Einmal auch einfach, wie mein Tag gestaltet ist, weil sonst hat man immer so in seinem Haus abgehängt. Das kann halt was mit der, einfach generell mit dem Alterswechsel zu tun haben oder einfach halt, dass Wetzlar jetzt eine Stadt ist, in der man auch tatsächlich seine Zeit irgendwie sinnvoll, spaßig verbringen kann, nicht so wie auf meinem Kaff. Und auch neue Freunde, neue Menschen, neue Einflüsse auch. Also in der 5. Klasse fand ich vor allem eine Phase, auf die ich nicht so stolz bin. Da war ich in so einer Assi-Clique drinne. Und ja, dann sind die aber von der Schule abgegangen. Und dann würde ich sagen, ich meine, ich bin noch immer nicht der sozial kompetenteste Mensch, den es gibt. Aber ich würde sagen, ich habe mich in der Hinsicht zumindest ein wenig gebessert. Und ich würde sagen, auch um die Zeit, so 5., 6. Klasse, habe ich mit meinem Hobby Skaten angefangen. Und ja, ich habe einfach, also auch wenn ich nicht besonders gut bin, nur so eigentlich nur die Basics kann, macht es mir halt trotzdem Spaß, halt einfach dann auf das Brett zu steigen und dann ein bisschen rumzufahren, egal ob im Skatepark, auf dem Dorf oder in der Stadt. Und ja, dann in der 7. Klasse, würde ich sagen, hat es angefangen, dass ich mich mit Videos und so auseinandergesetzt habe, was ich jetzt auch zu einem großen Hobby von mir zählen würde. Ich habe mit meinem Freund, der auch einen schönen YouTube-Kanal hat, sehr viel gefilmt und filme auch immer noch ab und zu. So mit der 8. Klasse, würde ich sagen, hat sich mein politisches Interesse auch noch mal verstärkt. Und ich bin natürlich auch, wenn man selbst ein 15-Jähriger kann auch nicht behaupten, dass er sich allem bewusst ist, aber ich bin vielleicht noch mal der Politik und den Umständen ein wenig bewusster geworden, habe mich auch dafür interessiert und mich versucht einzubringen. Und da habe ich auch vielleicht zum ersten Mal den Drang verspürt, halt was politisch mitzugestalten, sowohl auf lokaler Ebene als auch auf höherer Ebene. Und jetzt in der 9. Klasse hat mich dann zu Hessencamp getrieben. I'm looking outside my window. I try to see where my luck goes. I just don't know how it's. Das war für mich einfach ein anderer Freundschaftskreis, weil das waren also die Freunde, die ich in der Schule habe, die sind einfach komplett anders als die Leute, die ich bei Hessencamp habe. Also in der Schule sind eigentlich, also meine Freunde sind alle so wie ich, mögen offensive, sagt man, mögen anstößige Witze und immer ein bisschen politisch nicht korrekt. Und das ist bei Hessencamp anders, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und manchmal regt es auf, aber manchmal genieße ich es auch, einfach einen anderen. Ja, hallo. Und manchmal genieße ich es auch einfach, einen anderen Input zu haben. Und ich finde, das trägt zu meiner persönlichen Entfaltung und vielleicht auch zur Entfaltung der anderen einfach sehr bei. Die Schule und die Feier vom Steinschule in Wetzlar ist nicht schlecht, aber sie könnte deutlich besser sein. Also wir haben mindestens, also eigentlich jeden Tag eine Stunde
Vertretung oder ein Fall, was eigentlich wirklich eine Schande ist, weil wir gehen da einfach hin und liegen da mit dem Kopf auf dem Tisch eine Stunde lang. Und das ist einfach ein Mangel an Lehrkräften, so wie ich das sehe. Und das regt mich dann halt doch teilweise auf. Und ich meine, ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich in den Stunden produktiv bin und was für die Schule tue. Aber ich denke mal, mit dem Lehrer würde das deutlich anders aussehen. Und außerdem, unsere Bücher sind alle, unsere Bücher reichen von den späten 80ern bis 2014. Also das ist immer so ein Mischmasch und das ist irgendwie seltsam. Also man merkt, dass die Leute sich was Frisches wünschen zum Lernen. Vielleicht auch irgendwelche Medien. Wir haben nur irgendwelche abgeranzten PCs in so einem PC-Raum stehen, in den man nie gehen kann, weil er einfach immer zugebucht ist. Yeah, he sets my body in motion. He knows how to turn things up. Die Busse, es kommen eigentlich genug Busse, aber es sind so viele Schüler und es bricht immer eine Massenpanik aus, immer wenn der erste Bus anrollt. Und dann fühlt man sich wirklich wie in so einem, ich weiß nicht, wie in so einem Schlachthof, wo die Schweine gerade in ihr Verdammnis geschifft werden. Und ja, ich weiß nicht, ob es an den Schülern liegt oder an den Busunternehmen. Auf jeden Fall müsste da wirklich was gemacht werden, dass man da einfach sicher nach Hause kommt. Und ja, ein großes Problem ist außerdem, dass es gibt keine Schulbusse für Wetzlar und die umliegenden Käfer. Und zwar ist es alles Linienbusse und es ist einfach nur wirklich eine Sauerei, sowohl für uns Schüler als auch für die Berufstätigen, dass wir zwar die Busse teilen müssen. Das könnte wirklich leicht geregelt werden, dann wären die ganzen überfüllten Busse wären da nicht mehr da und die Umwelt wäre auch verschont geblieben, also die ganzen Autoverkehr und die Innenstadt wäre auch dann freier von Autos und die Schulgebiete, was auch ein großes Sicherheitsrisiko ist, wenn die ganzen hektischen Mamis und Papis da ihre Kinder abliefern. Und ja, ich finde mit den Bussen, mit dem Heimkommen oder zur Schule kommen des öffentlichen Nahverkehrs, die Situation ist sehr schlecht geregelt in Wetzlar. Ich finde, Europa ist eine sehr wichtige und sinnvolle Sache, wenn man das so sagen kann. Also, was ich einfach schätze an Europa, was ich auch merke, ist der Frieden, den wir bis jetzt zumindest hatten. Da ist die Länder keine Angst so in dem Sinne besteht, dass irgendwie ein Überfall oder wie sagt man einfach, es besteht einfach keine Angst, dass ein Konflikt ausbricht. Habe ich das Gefühl, so ganz persönlich. Als EU-Bürger profitiere halt auch super von dem Schengen-Abkommen. Ich meine, das ist einfach ein Luxus, was ich mir gar nicht vorstellen kann, ist, den nicht zu haben, einfach so ein- und auszureisen, wie man möchte. Und der Euro, es macht einfach Spaß, sein Geld nicht wechseln zu müssen, auch wenn vielleicht die schönen bunten Scheine dann aus anderen Ländern fehlen, aber auch super praktisch. Und auch halt zum Shoppen online oder dass, wenn man was aus dem Ausland, also aus dem EU-Ausland importiert, dass da kein Zoll anfällt. Es ist einfach nur super. Aber andererseits, an der EU regt mich auch vieles auf. Zum Beispiel diese ganzen Richtlinien da mit dem, dass irgendwie Gurken nur so einen gewissen Krümmungsgrad haben dürfen und sowas. Und da gibt es auch schöne Videos von Cold Mirror drüber. Und ich finde, die EU müsste besser strukturiert sein, auf jeden Fall. Und die Mittel sind da. Hoffentlich sind die Länder auch bald noch da in 10 Jahren und nicht alle ausgetreten bereits. Und ich finde die EU einfach wichtig. Wir werden erst merken, wie sehr wir sie schätzen, wenn sie weg ist. Und ich denke mal, dass die Briten jetzt auch so gehen wird. Und den Polen auch, wenn die aussteigen. Fuck, es ist kalt. Also Wetzlar ist die Stadt,
in der ich eigentlich jeden Tag bin, die Stadt, in der ich zur Schule gehe, wo meine Freunde größtenteils wohnen. Und ich verbinde unheimlich viel Gutes, aber auch einiges Schlechtes mit dieser Stadt. Die Altstadt hier ist wunderschön und es macht sich Spaß, die Häuser anzugucken. Und ja, es gibt einfach die ganzen Seitengässchen und so. Ich finde, die Altstadt in Wetzlar ist einfach was zum Erkunden. Und da habe ich auch riesigen Spaß dran. Was hast du gesagt? Allah hat dir alles gegeben, außer meine Nummer. Für mich persönlich hat Wetzlar nicht so viele Freizeitangebote. Also, ja, außer jetzt Hessencamp und Hessencamp. Aber ich muss sagen, dass ich außerhalb der Altstadt habe ich nicht so viel Spaß am Wetzlar. Das ist meistens alles einfach sehr, keine Ahnung, es ist einfach nicht attraktiv an sich. Also, es ist einfach nur Wohngebiet oder halt irgendwie Bahnhof oder Gaststätte, keine Ahnung. Und ich finde, es mangelt doch irgendwie hier es fehlt Wetzlar so ein bisschen an einem quirlenden Leben. Also wenn man nachts durch die Straßen geht, sind wirklich nur Leute mit schicken Autos unterwegs, die sich in irgendwelchen Restaurants den Magen vollschlagen. Und es irgendwie nachts, auch im Sommer, ist eigentlich nichts los, weder in der Colchester noch sonst irgendwo. Und es wäre einfach schön, diese Stadt einfach aufblühen zu sehen. Und ich finde, es fehlt einfach so ein bisschen was hier. Und ich wüsste auch nicht, wie man das wieder reinholt, wie man das dann erzeugen sollte, dass man auch später am Abend nichts mehr unternehmen kann, weil die Läden auch geschlossen haben meistens. Ich sehe auch hier, dass zum Thema Läden, hier ist nichts Kreatives. Wetzlar ist einfach nur so austauschbare Modeladen-Reihe an Reihe an Reihe an Reihe. Und wenn ich so durch den Seltersweg gehe, dann, keine Ahnung, ist einfach alles so austauschbar. Oder im Forum, wenn ein Laden rausgeht, der nächste, der reinkommt, man merkt gar nicht, dass da was Neues drin ist. Und ich finde es einfach schade, dass wir hier mit dem vielen Platz und der schönen Altstadt, dass wir das einfach so einfach verschenken an diese austauschbaren Läden. Und ich finde, da ist so viel Potenzial. I got you, but you know I'm texting like Uncle Sam. Left to the bank, you know that I'm coming in. We don't do it for the bands though, we don't do it for the clout. Legacy on the line, so I'm moving in and out. Mein politisches Engagement in Wetzlar hat vor nicht allzu langer Zeit angefangen. Und also für die Leute, die schon länger hier aktiv sind, muss ich echt sagen, die wird man hier eigentlich nicht verrückt. Es wird links und rechts verkackt, die Großinvestoren kaufen die ganze Stadt auf. Und es regt mich so auf, dass ich manchmal einfach komplett ausblende und am liebsten in Burger King gehen würde und danach eine Martin Bender Wohnung kaufe. Ja, aber es muss was gemacht werden und die Bürgerinitiativen sind da, aber irgendwie, auch wenn die Bürgermeister und die Politiker immer schön sprechen bei Fridays for Future vor den Schülern, aber im Endeffekt sind es genau die sprechen, sind die auch für die Scheiße, also die sagen, ach, ist alles super, wow, ihr seid so toll, Umwelt, also jetzt mal auf Umwelt bezogen, sind genau die gleichen, die hier die größten Umweltsauereien überhaupt zustande kommen lassen. Also Stichwort, darf ich Namen nennen? Nee, eher nicht. Selbst die umweltfreundlichen Parteien hier in der Stadt sind mitverantwortlich für die größten Umweltsauereien. Und das ist einfach ärgerlich. Ist einfach ärgerlich. Das kann man sich richtig drüber aufregen. Ich finde, da fehlt es einfach, ich glaube, das ist aber in jeder deutschen Stadt so, da fehlt es einfach an Bürgernähe, könnte man sagen, oder einfach an Dialogbereitschaft. Und das ist schade, einfach nur schade. Themen, die mich aktuell interessieren, ist auf jeden Fall Artikel 13. Ich
finde das einfach eine sehr große Gefahr für das Internet und auch einfach eine Missinterpretation des Urheberrechts, was ja durchaus einen Sinn hat. Und sonst würde ich sagen, interessiere ich mich sehr einfach für mehr Soziales in der Regierung, einfach das, also Chancengleichheit, weil ich und die Schere zwischen Arm und Reich und das Übernehmen der Konzerne. Es sieht so aus, als ob wir auf George Orwells 1984 zusteuern. Und das ist etwas, was mich sehr beschäftigt. Also sonst würde ich noch sagen, dass mich die Legalisierung von Cannabis und anderen Drogen beschäftigt. Ich finde einfach, dass es eine... Ich denke mal, dass die Drogenpolitik, wie sie aktuell hier in Deutschland ist, ist einfach ungerechtfertigt. Und das Motiv dahinter kann ich erahnen, aber ich möchte und kann es nicht sagen, was ich denke.